Hallo und willkommen, mein Name ist Vergon on Trumpway und heute klären wir die Frage, lohnt sich Subnautica? Subnautica muss ich, glaube ich, gar nicht mehr erklären. Das Spiel ist seit 2014 in Early Access, hat eine ewig lange Geschichte, einen immer größeren Hype aufgebaut und eine immer größere Fanbase. Aber es soll doch noch ab und zu Leute geben, die tatsächlich gewartet haben bis zum Release 2018 und das Spiel dann erst das allererste Mal gestartet haben, so wie es jetzt von den Entwicklern als fertig deklariert ist. Also perfekter Zeitpunkt als Frischling, der genau das getan hat, in das Spiel reinzuspringen, vollkommen uneingenommen. Ja, auch mit Let's Plays oder ähnlichem habe ich mich schwer getan, denn ich wollte wirklich sehen, wie sieht das Spiel komplett fertig aus. Wir schauen rein, vorher aber ein ganz kurzer Blick ins Optionsmenü. Und das sieht erstmal schon wunderbar umfangreich aus. Wir können die Sprache umstellen, die Bildschirmauflösung können wir umstellen, wobei normalerweise hier nativ natürlich angegeben ist. Vollbild- oder Fenstermodus, leider kein rahmenloses Fenster, aber okay. V-Sync an oder aus, in meinem Fall macht tatsächlich Sinn, es anzuschalten, auch wenn die meisten sehr ausschalten werden. Und man darf angeben, auf welchem Monitor man das Spiel haben möchte. Jetzt hier auf meinem primären Monitor natürlich, Anzeige 1 in dem Fall. Aber gerade wer mit mehreren Monitoren arbeitet und die Spiele gerne mal irgendwo hinspringen, wo man sie gar nicht haben möchte, das einfach hier umzuschalten, immer sehr schön. FOV-Slider ist auch dabei, wobei das höchste 90 Grad ist, was allerdings vollkommen ausreichend ist jetzt. So während meiner Spielerfahrung. Ich hatte auch kein Problem mit Motion Sickness oder ähnlichem. Und natürlich Audio-Slider für viele, viele wunderbare verschiedene Möglichkeiten. Jetzt alles hier ein bisschen leise gemacht fürs Video, so wie sich das gehört. Grafik lässt sich in Presets einstellen oder eben individuell, zum Beispiel dann auch die Farbkorrekturen, die einfach Filter drüberlegen bzw. aus ist der Standardfilter, der alles noch ein bisschen kräftiger macht. Neutral ist ohne eben diesen Sättigungsfilter und dann gibt es noch einen Filmlock, der alles etwas kontrastreicher werden lässt. Was man davon bevorzugt, das ist jedem selber überlassen, aber Standard-Setting ist doch das Gewohnteste fürs Auge, das Schönste, gerade bei diesem Spiel, was doch sehr, sehr mit satten Farben arbeitet, ist es schön, wenn man nicht neutral hat, sondern die gleich nochmal ein bisschen zusätzlich bekräftigt werden. Dann gibt es noch Details, leider keine Erklärung, was alles unter Details fällt, aber man könnte annehmen, sowas wie Seegras oder ähnliches, alles was jetzt irgendwie Filler-Objekte sind halt, Wasserqualität, Kantenglättung und so weiter und so weiter und so weiter. Das Einzige, wo man tatsächlich mal nicht unbedingt hoch einstellen muss, das Spiel läuft sehr, sehr flüssig, bis zum Beispiel auf die Transition zwischen Unterwasser, Überwasser, wenn man mal Luft holt und aus dem Wasser springt, kann es zu Rücklern kommen und auch bei einigen anderen Situationen. Normal ist es aber sehr gut optimiert und es gibt eigentlich auch bei hohen Einstellungen überhaupt keine Probleme. Nur die Bewegungsunschärfe. Für manche ist es ja störend, die schalten es ganz ab, andere mögen sie und lassen so ein bisschen drin und dann gibt es noch die volle Ladung, aber da kann das auch gerne mal zu Kopfschmerzen führen. Gut. Was haben wir noch? Wir können die Tastatursteuerung komplett nach unseren Belieben einstellen und nicht nur einstellen, wir können auch noch Sekundärtasten festlegen, falls man doch mal irgendwie über die Tastatur springt und eine andere Taste sich gerade besser erreichen lassen würde. Dasselbe gilt für den Controller, primäre und sekundäre Einstellungen, dann noch Produktschlüssel, da extra Gegenstände oder so, sowas habe ich leider nicht, kann ich also nichts dazu sagen und wer Feedback geben möchte, kann das hier tun. Zusätzlich noch zu sagen, Subnautica kommt direkt mit einem VR-Modus mit dazu, das heißt, wer eine HTC Vive oder eine Oculus Rift besitzt, kann das Ganze auch in VR spielen, nimmt dann die Controller-Steuerung, wo man sich immerhin noch mit einem Analogstick um sich selbst drehen kann und das Ganze so perfekt im Sitzen vor dem PC spielen kann. Das Ganze ist dann eine unbeschnittene Erfahrung, das heißt, es ist exakt dasselbe Spiel, nur eben unter einer 3D-Brille und das ist ziemlich, ziemlich cool. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt geht's erstmal ins Spiel. Und jetzt sind wir auch schon im Spiel. Wir sind in der Rettungskapsel, in der das Spiel beginnt. Alles beginnt damit, dass wir genau hier drinnen landen. Denn... Oh, die Katze hat es noch gar nicht. Sehr schön. Denn wir waren auf einem Forschungsraumschiff, der Aurora, das genau auf diesen Wasserplaneten abgestürzt ist und wir haben uns gerade noch so gerettet mit dieser wunderbaren Kapsel, allerdings mit einem leichten Gehirntrauma. Dazu gibt es eine wunderbare Cutscene, wo man in VR übrigens durchaus die Augen schließen sollte, wenn man ein Problem mit dem Herz hat.
Denn das ist sehr, sehr gruselig, wenn eine Metallplatte auf einmal gegen den Kopf donnert mit voller Wucht. Auch wenn man weiß, es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Spiel. Die ganze Kapsel sieht ein bisschen ramponiert aus am Anfang, lässt sich aber relativ fix wieder reparieren. Wobei fix auch so eine Sache ist, denn wir schauen einmal hier ins Inventar schon mal. Das ist das Inventar, was wir haben. Hier bei mir schon extrem zugemüllt. Und das Inventar, was die Rettungskapsel mit sich führen kann, auch schon relativ zugemüllt. Und gerade am Anfang ist es wichtig, eben nicht alles zuzumüllen, denn vielleicht möchte man alles einsammeln, aber man hat eben keinen Lagerplatz. Es gibt die Möglichkeit, Behälter im Wasser für 4 Titanen herzustellen, da man sich allerdings später eine richtige Basis bauen kann. Ja, nach einer Stunde Spielzeit bin ich noch nicht an diesem Punkt. Macht das hier eigentlich herzlich wenig Sinn. Deshalb ist es sinnvoller, wirklich nur das abzubauen, was man gerade für seine aktuellen Projekte benötigt. Und das braucht vielleicht ein, zwei Spielstarte oder ein bisschen Erfahrung. Und hier ist es tatsächlich überhaupt kein Problem, auch mal ein Wiki zu Rate zu ziehen oder mal kurze Tutorials auf YouTube zu gucken. Aber so generell, wenn man das Spiel für sich selber entdecken möchte, hat man anfangs vielleicht einen etwas schweren Start und ist in dieser wunderbaren, bunten Welt, in der sich übrigens alles bewegt, erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Man fängt an herumzutauchen, hat nur, ich glaube, 35 Sekunden Luft, was relativ wenig ist. Das heißt, man hält sich in der Nähe seiner Rettungskapsel auf, taucht einmal schnell unter, sammelt hier was ein, sammelt da was ein. Alles natürlich so schnell wie möglich, denn wir haben ja keine Luft. Und taucht wieder auf und wieder von vorne beginnen. Das heißt, unbedingt am Anfang in der Rettungskapsel angucken, was kann man alles bauen, was ist gerade notwendig. Und dann geht's los, die wilde Luzi. Dabei sind die wichtigsten Gegenstände anfangs natürlich das Messer. Jetzt so rum war richtig. Der Scanner, mit dem wir gleich noch eine ganze Menge arbeiten. Das Reparaturwerkzeug, mit dem wir unter anderem halt auch die Rettungskapsel selbst reparieren können. Und für nachts dann auch die Lampe, wobei alles im Spiel so sehr leuchtet, dass das nicht unbedingt nötig ist. Aber auf jeden Fall nice to have. Was haben wir noch? Den Fabrikator, den haben wir jetzt ganz kurz schon gesehen. Auf diese Weise stellen wir die Gegenstände her. Das heißt, wir müssen uns keine Rezepte oder ähnliches auswendig merken. Außer halt, wenn ihr auf der Suche nach entsprechenden Ressourcen sind. Hier ist alles wunderbar aufgelistet. Es fängt auch mit relativ wenig an und wird dann hier immer voller. Das heißt, je nachdem, was man entdeckt, wird es hier dazu geaddet und nicht, man hat von Anfang an alle Möglichkeiten und ist total erschlagen. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Jetzt gerade Strahlenschutzanzug, nachdem die Aurora eine große Explosion hat. Übrigens mit einem sehr wuchtigen und sehr, sehr schönen Sound. Ist so das nächste größere Ziel. Den Scanner können wir benutzen, um uns selber zu scannen zum Beispiel. Jetzt gerade bin ich aus irgendeinem Grund, der mir noch nicht klar ist, infiziert. Aber ansonsten geht es mir soweit gut. Übrigens an der Stelle vielleicht einmal das hat. Wir haben oben die Tiefenmessung. Ab 100 Meter wird das Ganze mit dem Sauerstoff ein bisschen anstrengender. Und unten links hier haben wir welche von diesen Rucklern, die ganz kurz mal beim Nachladen passieren. Haben wir die Luftanzeige, die Energieanzeige und Essen und Trinken. Denn ja, es ist ein Survival-Spiel. Und ich bin ja... Wow, jetzt sind die Ruckler aber gerade ganz schön heftig. Und ich bin ja bekanntlich nicht so der größte Fan von Survival-Spielen. Warum also macht mir gerade Subnautica trotzdem Spaß? Nun, das liegt daran, dass es hier zum einen erstmal eine handgecraftete Welt gibt. Das heißt, außer dass die Rettungskapsel sich vielleicht um 50 oder 100 Meter verschiebt, da vom Startpunkt hierher, wo man startet, so rum wird ein Schuh draus. Oh, noch eine Falle. Und wieder ein Sinn für den Scanner. Und wir haben was Neues, was wir basteln können. Aber es gibt halt auch noch eine Hauptstory, die sich entfaltet. Und das sehr, sehr, sehr langsam, wie ich festgestellt habe. Das Video sollte ein wenig eher rauskommen, als es tatsächlich gekommen ist. Auch wenn das jetzt für euch wahrscheinlich keinen großen Unterschied macht. Aber es entwickelt sich alles sehr langsam. Denn unter anderem muss man Notfallsignale aufnehmen. Dafür muss man allerdings erstmal den Empfänger in der Rettungskapsel überhaupt wieder zusammengebaut kriegen. Was auch eine Weile dauert. Denn wir müssen das Reparaturwerkzeug ja auch erstmal zusammenschustern, was gar nicht so einfach ist. Denn wo es wo es welche Objekte zu finden gibt, das muss man natürlich erstmal mit der Zeit rausfinden. Allein schon das Problem, Schwefel zu finden, was absolut notwendig ist, ist so ein kleines Problem. Und auch hier wieder die Stelle, ja, das Wiki kann an der Stelle auf jeden Fall helfen oder ein Tutorial. Also nicht davor scheuen, denn man muss sich entweder sehr, sehr, sehr genau umgucken
Und selbst da kann einem viel passieren, was man nicht mitbekommt. Oder man lässt sich halt so kleine Hilfestellungen geben, wenn man nicht gerade schon Experte ist, durch viele, viele Let's Plays gucken. Denn die gibt's ja schon seit ein paar Jahren. So, jetzt geht's einmal zurück zum Schiff. Ich wollte einfach nur ein bisschen durch die Gegend schwimmen, mal gucken, was so passiert ist. Wir haben unterwegs eine kleine Kugel gefunden. Es gibt viele, viele Objekte, mit die man scannen kann, aber auch jedes einzelne Lebewesen hier kann man scannen. Das habe ich in den meisten Fällen hier schon erledigt in diesem Biom. Deshalb gibt's jetzt nichts, womit ich das zeigen kann, großartig. Aber das füllt unter anderem unseren PDA mit neuen Blueprints, zum Beispiel wenn wir halt Wrackteile scannen. Aber auch, wir können mehr über die Welt an sich erfahren. Wenn wir einmal in den PDA reingehen, haben wir zum einen das Inventar, wunderbar vollgemüllt. Dann noch, was wir hier an Ausrüstung haben, was uns zusätzliche Boosts gibt, wie zum Beispiel den Sauerstofftank, der uns mehr Atemluft verschafft. Eine Übersicht über alle Baupläne, wobei das nicht wirklich eine wunderbare Übersicht ist, sondern mehr so zusammengeklumptes hier. Das alles könntest du machen, wenn du die richtigen Gegenstände hättest. Aber immerhin eine Anzeige, was ist neu, durch das Blinken hier. Und was kennst du schon, aber musst du noch erfahren, wie zum Beispiel den Laserschneider oder die Signalboje. Dazu liegen noch Einzelteile irgendwo auf der Map rum. Genauso mit dem Seeglider, den ich seit Ewigkeiten versuche zusammenzubasteln. Dazu muss ich noch zerstörte Teile finden, die irgendwo auf dem Meeresgrund liegen. Und wenn ich davon genug gescannt habe, hier brauche ich noch zwei, hier jeweils nur noch eins, dann darf ich sie auch selber herstellen, denn dann hat der PDA genug Wissen darüber gesammelt anscheinend. Hier die Signale, die wir empfangen, zum einen die Rettungskapsel, die erstmal als Basis für die erste Zeit des Spiels dient, und Notfallsignale, Bilder, die man machen kann, und alles, was unser PDA schon so von sich gegeben hat. Das können wir auch alles ohne Probleme nochmal nachhören, falls wir irgendwie was vergessen haben. Radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Leider alles auf Englisch, das heißt, wir müssen trotzdem lesen, aber immerhin alles voll vertont und das ist ziemlich cool. Und dann gibt's noch die Datenbank und hier gibt's jede Menge Lore zu allen Gegenständen, viele, viele Absätze. Was machen die einzelnen Objekte in dem Fall? Also sowohl ein bisschen Flufftext als auch sinnvolle Dinge. Und dann zur Welt selber. Wir können, wie gesagt, fast alles scannen, so ein bisschen No Man's Sky mäßig. Viel, viel Flufftext. Worum geht's in der Welt? Was ist hier alles so Phase? Was ist los? Und so weiter und so weiter. Aber jetzt spielen wir mal den Kommunikator kurz ab. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Ja, viel werden sie da nicht kriegen. So. Ist jetzt ein bisschen schade, dass das kein neues Notfallsignal ist, denn das wäre das, was wir jetzt eigentlich gebraucht hätten, um noch ein bisschen mehr vom Spiel zu zeigen. Denn die führen uns an besondere Orte auf der Karte. Es gibt so keine Übersichtskarte. Man kann sich einen Kompass herstellen, um sich noch ein bisschen zu orientieren. Aber ansonsten nimmt man einfach Fixpunkte, wie die Rettungskapsel oder die Notfallsignale, die man schon hat. Und das sind alles getimte Events. Unter anderem auch eine zusätzliche Explosion auf der Aurora, nachdem der Antriebskern kaputt gegangen ist. Davon habe ich schon ganz kurz berichtet. Ein wunderbarer Wumms, der da durchging. Alles das sind getimte Events und machen das Spiel ein bisschen langsamer. Das heißt, es gibt teilweise einfach auch mal nichts zu tun, außer dass man durch die Gegend schwimmt und einfach versucht zu überleben. Sprich, man sammelt Fische, wie zum Beispiel Blasenfische, die aus denen man Wasser herstellen kann, oder Fische, die man ganz normal essen kann. Apropos Blasenfisch, da drüben ist einer, den sollten wir uns gleich mal nehmen, nachdem ich jetzt gerade mein Wasser gesehen habe. Mit Essen sieht es noch ganz okay aus soweit. Hier ist noch ein Blasenfisch, komm her. In VR übrigens, zum einen sieht die Welt natürlich dadurch, dass man dann eine Tiefe endlich spürt, noch sehr, sehr, sehr viel imposanter aus, als es am Bildschirm eh schon der Fall ist. Und es lässt sich teilweise besser steuern, denn wenn man Fische fängt, die sich ja doch gerne mal nach links und rechts winden, um einem zu entkommen,
dem folgt sich mit dem Kopf sehr viel einfacher als es zum Beispiel Segleiterfragment. Genau das suche ich doch schon seit Ewigkeiten. Sehr schön. Die liegen hier überall verstreut. Ja, mit dem Kopf lassen sich die ganzen Fischchen zum Beispiel sehr viel besser verfolgen und dadurch viel einfacher einfangen. Je nachdem, wo man dann hinguckt, dort schwimmt man dann auch hin, wenn man geradeaus schwimmt. Da war das Notfallsignal, da wollte ich ja eigentlich hin. Und generell ist es einfach eine sehr, sehr spannende Erfahrung, die man aber wirklich nur im Sitzen spielen sollte. Denn wie gesagt, wenn 100 Meter unter einem einfach gar nichts ist, das Ganze im Stehen zu spielen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Da könnte einem dann doch wackelig auf den Beinen werden. Und gut, dass wir hier nochmal zu dieser Rettungskapsel gekommen sind. Die habe ich eigentlich schon gelootet, aber wir haben noch ein Segleiterfragment gefunden. Es lohnt sich also doch nochmal, alles zu durchsuchen. In genau diesen Leerlaufphasen, wo sich mit der Story nicht so viel tut. Mit der Zeit kommen immer mehr Notfallsignale dazu, denen wir nachgehen. Und sich dann eine Story, sowohl was mit den anderen Überlebenden passiert ist, entfaltet, als auch das Spiel weiter voranbringt. Im Sinne von, wir finden neue Blaupausen, die es zum Beispiel halt in diesem Biom noch nicht gibt. Will sich aber anfangs auch nicht zu weit raustrauen, denn die Welt ist doch sehr viel gefährlicher, als jetzt den Eindruck macht. Bis jetzt hat mich nichts angegriffen, es kann aber auch genauso gut jederzeit unter anderem so einer dieser Sandhaie aus dem Boden springen und versuchen mich zu jagen. Oder Schnapper, die gerade hier in diesem Seegrasbiom sehr beliebt sind, mich verfolgen. Und so richtig viele Waffen, bis auf das hier, haben wir halt auch nicht am Start. Das heißt, vorsichtig sein. Mit E lässt sich das übrigens holstern, das mal noch an der Stelle. Und wir haben unten entweder die Tasten 1 bis 5 oder mit dem Mausrad Schnellzugriffe. So, dann geht's einmal zurück, passend in der Nacht. Und wir gehen zum Fabrikator und stellen einmal ganz kurz sowohl Nahrung her, als auch etwas zu trinken. Das geht einfach mit einem Klick, wenn wir die erforderlichen Dinge haben. Kostet allerdings Energie, das heißt, ich kann jetzt in der Nacht nicht unendlich viel herstellen, denn die Solarzellen hier haben nur eine begrenzte Kapazität. Aber gut, jetzt kann ich schon mal was gegen meinen Durst tun. Und gegen den Hunger fangen wir uns auch noch schnell einen Fisch. Und dann schauen wir mal, ob wir noch vielleicht den Seegleiter zusammenbekommen. Ein Bumerangfisch oder zwei Bumerangfisch, warum nicht? Ihr seid lecker. Schätze ich jetzt einfach mal. Auch dazu gibt es alles sehr, sehr ausgefüllte Texte vom PDA bzw. vom Überlebenssystem, das einem auch gerne mal ein bisschen Quatsch erzählt. Unter anderem die Aussage, dass mein wöchentliches Training um 500% überschritten wurde und ich damit mein Ziel weit mehr als erreicht habe und dass meine Lieblingsaktivität wohl Schwimmen war. Wie das nur kommt, ich weiß es nicht. So, wir können uns übrigens etwas überfressen. Man kann diesen Wert über 100 bringen, den Wert für Getränke leider nicht. Und für die Gesundheit, die stellt sich sowohl langsam selber her, als auch kann man relativ einfach Medkits. Medkits? Finde die Medkits gerade nicht, aber sie sind auf jeden Fall da. Ein Kupferdraht brauche ich noch. Dazu brauche ich zweimal Kupfererz und ich habe nur eins. Okay, das heißt, wir fahren wieder raus. Ich weiß auch so grob, in welche Richtung, denke ich mal. Und dann können wir uns gleich noch ein paar andere wunderbare Monsterchen ansehen. Vielleicht an dieser Stelle nochmal, das hier ist ein First Impression Video. Ich bin jetzt wirklich eine Stunde im Spiel drin. Das ist auch ungefähr die Zeit, die ich bis jetzt hatte mit dem Spiel. Nein, ich hatte 2 Stunden mit dem Spiel und habe nochmal neu angefangen, denn das erste Mal ging bei mir gründlich schief, weil ich eben mein Inventar mit nutzlosem Zeug verklumpt habe. Denn die Planung lief nicht ganz so gut. Nicht ganz so wie geplant. Jetzt sehen wir alles hier nochmal bei Nacht. Ich kann natürlich auch mal kurz ausmachen. Alles leuchtet schön. Alles ist bunt. Also die Grafik wirklich ein Traum. Nicht realistisch, aber ich glaube, mit einer realistischen Grafik wäre das Spiel auch gar nicht so hübsch, wie es jetzt tatsächlich ist. So, wir tanken einmal kurz Luft, ohne rauszuspringen. Keine Lust auf zu viele Mikroruckler. Und wir suchen konkret gerade nach dem Redgrass Biome. Ich hoffe, dass das der offizielle Name ist. Jedenfalls nenne ich es so, denn es hat rotes Seegras, viel davon. Und dort nach den wahrscheinlich berühmtesten Fischen. Warum hier Schrott übrigens in der Luft schwimmt, das ist kein Fehler.
Ich habe diese wunderbaren Schnapper hier schon gesehen, wie sie Schrott wegtransportiert haben, um sich daraus Nester zu bauen. Übrigens, die ganzen Kreaturen hier haben so ihre eigenen kleinen Abläufe. Man sieht immer mal wieder, wie gejagt wird, wie Fischschwärme da vorwegschwimmen. Alles kleine Details, die einfach mehr zur Lebendigkeit der Spielwelt beitragen. Und ich weiß auch, es gibt so einige Geheimnisse in den Höhlen hier, aber viel davon habe ich einfach leider selber noch nicht gesehen und kann deshalb nicht mitreden. Aber genau da liegt wahrscheinlich auch die große Stärke des Spiels, wenn man halt wirklich noch nicht viel davon gesehen hat, sondern das erste Mal selbst in Subnautica geht, dann möchte man einfach erkunden und sich beeindrucken lassen von der Welt. Und wenn man da schon hunderte Let's Plays gesehen hat, dann ist einfach ein bisschen was von der Faszination weg, denn Core-Gameplay ist die meiste Zeit einfach das Survival. Ich muss langsam mal auftauchen, bitte, danke. Auch wenn ich eigentlich noch 30 Sekunden Luft habe, aber ich bin lieber ein bisschen übervorsichtig. Das Core-Gameplay ist Survival und wird dann halt mit den Hauptmissionen aufgelockert, die eine Story ergeben, die wohl auch tatsächlich ein Ende haben soll. So, jetzt sind wir die ganze Nacht durchgeschwommen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir sind bei einem Korallenrücken angekommen. Genau das, was ich eigentlich sehen wollte. Erinnert mich ein bisschen an eine Unterwasserversion der Netscher aus Morrowind. Also, es gibt keine Unterwasserversion von Netschen, aber wenn es eine gäbe, dann wäre es definitiv das hier. Und warum ich extra bis hierher bin, ich weiß nämlich, dass es genau hier, wenn ich es schaffe, das zu kriegen, Kupfer gibt. Was ich mir jetzt in der Höhle einen Wolf gesucht hätte. So. Dafür bin ich jetzt extra 600 Meter geschwommen und einfach nur, damit wir diesen Anblick hier einmal hatten. Und dann geht's auch zurück, aber das schneiden wir jetzt einfach mal ganz kurz. Und wir sind wieder bei der Rettungskapsel angekommen, zu der konnte man zum Glück sehr einfach und sehr schnell schwimmen. Und wir haben gerade ein neues Notfallsignal reinbekommen, das ist doch wunderbar. Das heißt, wir können noch, bevor wir das Video abschließen, reingucken, was es da jetzt wohl gibt. Vorher stellen wir uns aber Kupferdraht einmal her, aus den beiden Kupfern, die wir haben. Und daraus wiederum bauen wir uns den Seegleiter, mit dem wir die Expedition ein klein wenig schneller machen können, als es vielleicht vorher der Fall war. Will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Das sind tatsächlich sinnvolle Tipps. Gut, schauen wir mal, was der Kommunikator noch zu sagen hat. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Ich finde diesen kleinen Meta-Witz herrlich. Okay. Heißt das jetzt, wir können jetzt schon potenziell gerettet werden? Aber jetzt können wir diesen Seegleiter hier benutzen, um uns sehr viel schneller fortzubewegen, um zu neuen Signalen zu kommen, die hoffentlich sehr bald eintreffen. Oder aber einfach uns etwas weiter rauswagen und Dinge zu erkunden. Schön auch, dass man hier eine Sonarkarte oben drauf hat. Wieder viele, viele kleine Details, die auf jeden Fall alles vereinfachen. Neben dem Seegleiter gibt es später noch U-Boote in verschiedenen Größen. Auch das ist vermutlich sehr bekannt schon. Oh oh. Whoop. Nein! Blah. Nicht gut. Aber wir können Höhlenschwefel mitnehmen, denn da, wo diese Fische rausplatzen, gibt es Schwefel. Wichtig, wichtig, kann man sich merken. So. Also, lohnt sich das Spiel? Auf jeden Fall für Survival-Fans. Ich glaube, das steht komplett außer Frage. Für Leute, die mit Survival nicht ganz so viel am Hut haben, aber auf Erkundung stehen, auch da. Oh, neues Signal. Jetzt nimmt das Spiel langsam Fahrt auf, nach über einer Stunde. Okay. Für Leute, die auf Erkundung stehen und allgemein vielleicht auf das Setting, unter Wasser ist jetzt auch nicht so das Typischste, vor allem nicht so angenehm umgesetzt wie hier, sondern wenn ich so an Hydrophobia denke, doch eher immer etwas anstrengender. Auch ein wunderbares Spiel. Und ich hoffe, dass die Story halt noch gut wird. Also denke ich mal,
Das lohnt sich und wenn nicht, dann zumindest den Soundtrack mal auf YouTube anhören. Wer auf die Musik von Fly By No steht, der unter anderem die Musik für die Endless-Spiele gemacht hat, sprich Endless Space 1 und 2, Endless Legend und so weiter. Simon Chilinski, ich habe es mir extra aufgeschrieben, hat einen sehr, sehr ähnlichen Stil. Finde ich gut. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. So, na dann gucken wir doch nochmal ganz kurz. Da, Rettungskapsel in der Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen. 500 Meter. Gut, dass wir mit dem Seegleiter da relativ schnell hinkommen. Vorher hätte das jetzt 5 Minuten Schwimmen gebraucht, auf jeden Fall. Ah, das macht Spaß. Kann man eigentlich an dieser Stelle nochmal super erwähnen. Es fühlt sich alles sehr, sehr rund an. Also die Early Access Phase hat sich in diesem Spiel absolut gelohnt. Hier wurde scheinbar sehr gut auf die Community gehört. Ich kann mir vorstellen, dass genau dadurch gerade so viel Feinschliff zustande gekommen ist, dass sich eben alles gut anfühlt. Und wie gesagt, in VR, wenn man es hat, unbedingt mal ausprobieren. Ein unvergleichliches Erlebnis. Zumal das Spiel halt auch nicht beschnitten ist oder sonst irgendwie kleiner ist als... Oh, hallo Santai. Vielleicht sollte ich vorher nochmal auftauchen. Kleiner ist als so andere VR-Spiele, sondern halt wirklich komplett 1:1 das gleiche Erlebnis. Und funktioniert halt unter beiden großen Modellen, sprich sowohl Vive als auch Oculus sehr gut. Allerdings muss man es halt mit einem Xbox-Controller spielen. Da sind die Touch-Controller nicht extra mit rein. So, und mit den neuen Daten-Downloads finden wir wieder neue Hintergrundgeschichten raus. Aber das ist was, das werde ich jetzt gleich für mich selber tun. Hier, ein Seamoth-Fragment. Bitte lass mich in Ruhe. Hi, ich möchte gerne dieses Mini-U-Boot sehr bald haben. Haha! So. Gut, ich brauche noch ein bisschen mehr von dem Bauplan, aber bald darf ich U-Boot fahren und dann habe ich auch kein Sauerstoffproblem mehr. Und damit verabschiede ich mich auch. Ja. Du quatschst ganz schön viel. Damit verabschiede ich mich auch. Ich gehe jetzt weiter Subnautica spielen. Das war's für dieses Video. Mein Name ist Vergan Shumway. Ich hoffe, das war ein guter Ersteindruck für absolute Neulinge. Bis zum nächsten Mal.